Das Mannheimer Schlagwerk ist eigentlich das Schlagzeugensemble der Musikhochschule Mannheim. Ich habe das gegründet, als ich meine Stelle als Professor hier 1995 angefangen habe und habe auch schon in meiner Studienzeit immer gerne im Schlagzeugensemble mitgespielt und finde es sehr wichtig für die Schlagzeuger, dass die im Ensemble aufeinander hören und ich habe das natürlich gleich eingeführt hier. Sehr viel Ensemblearbeit, immer projektweise, Proben und dann Konzerte, jeweils eins oder mehrere. Und es ist immer recht interessant, weil wir viele verschiedene Arten Musik machen, Unterhaltungsmusik und auch aber ernstere neue Musik und das ist vor allem von allem was dabei und man kann da viel mitnehmen. Es ist viel, viel Zeit aufzubringen, die man eben zusammenprobt. Weil da, man kann jetzt nicht einfach seine Stimme für sich üben, weil man sich eben eingrooven muss mit den drei anderen Beteiligten, damit man am Ende zu viert dann eine Performance abliefern kann, die in sich stimmig ist. Und das macht aber auch den besonderen Reiz von Drumming aus, wie ich finde, dass man wirklich merkt, sich auf einen anderen in seinem Groove einzulassen, dass es letzten Endes ein großes Ganzes gibt, wie so Zahnräder, die ineinander greifen. Und das ist das Tolle. Ja, man muss also sehr konzentriert sein, um diesen ganzen Phasings und den Ablauf überhaupt hinzubekommen. Geht einer weg, dann fadet der aus und der fadet ein und dann gibt es das Phasing und das muss man zuerst mal hinbekommen. Na, es ist im Grunde ein Pattern, ein kurzer Rhythmus, der zuerst gleichzeitig gespielt wird und dann beschleunigt einer, nur ganz unwesentlich. Aber dann passiert eben, dass dieser beschleunigte Rhythmus sich dann langsam von dem anderen trennt, eben etwas nach vorne geht und man sich dann eben auf der nächsten Achtel oder Viertel, auf der nächsten Zählzeit eben wieder zu einem neuen Rhythmus quasi einhakt. Für beide Einzelnen ist es immer noch der gleiche kurze Rhythmus. Im Zusammenklang ist es aber eben etwas Neues entstanden. Und wenn man das dann eben ja, mehrfach verschiebt, entsteht eben dieses Stück aus einem ganz kleinen Baustein. Es gibt kein spezielles Repertoire. Das Repertoire ist alles, was mit Schlagzeug zu tun hat, plus andere Instrumente. Es gibt für mich keine Schubladen in Sachen Musik. Mich interessiert jede Musik. Es interessiert mich vor allem die verschiedenen Aspekte Musik. Hintergründe, Untergründe, Obergründe, wie man das nennen mag. Ich suche nach Formen, wie Musiker zusammenarbeiten können, ohne dass es nur zum Happening wird oder weil es jetzt Spaß macht. Es ist schon Arbeit immer und das ist auch teilweise sehr anstrengend für die Musiker wie fürs Publikum auch. Aber wer sich darauf einlässt und wer die Ohren öffnet, ich bin überzeugt, er nimmt was mit.
Und meine Idee ist sowieso immer, ich möchte die Welten, die Musikwelten zusammenbringen. Manchmal glückt es, manchmal nicht. Und mit diesem Mannheimer Schlagwerk Orchestra habe ich das schon ziemlich so, ist es ziemlich geglückt, was ich eigentlich wollte. Und auch für die Hochschule, dass Klassiker mit Jazzmusikern zusammen, gemeinsam, nicht jetzt, die machen ein bisschen Jazz und die machen jetzt ihren Pop und die machen ihre Klassik, sondern gemeinsam, und da gibt es eben Literatur, ja, die mir sehr nahe geht und die ich auch sehr gern mache und ich sehr gut ja, leben kann. Und es ist toll, die Leute machen mit. Natürlich immer ein Kraftakt, das zu organisieren. Und bei fast 35 Leuten letztes Mal aus allen Sparten von der Hochschule. Was kann noch kommen? Die Musik, Komponisten komponieren. Ich kann mir vorstellen, dass wir jemandem einen Kompositionsauftrag geben, der für uns was schreibt. Ich bin natürlich immer noch nach diesem geglückten Start mit Orchestra, das will ich wieder machen. Dieses Jahr feiern wir einfach mal das Jubiläum und nächstes Jahr werde ich wieder Orchestra machen. Das heißt, Orchestra mit ab mindestens 10 anderen Instrumenten dazu beginnt bei mir also quasi der Orchester-Feel. Ja, in Mannheim haben wir ein Konzert, also in der Feuerwache jetzt, das zum 20. Jubiläum ist. Da spielen wir natürlich eigentlich ganz normale Schlagzeugensemble-Literatur. Wir spielen uns, wir spielen für uns eine Geburtstagsparty sozusagen. Und ja, ich glaube, es wird ein schönes Jahr. Ich freue mich drauf, da viel gemeinsam erleben zu dürfen.